Und bei uns im Studio darf ich Ihnen Herrn Professor Michael Madeja vorstellen. Er ist Geschäftsführer der Hertie-Stiftung und damit eben auch verantwortlich für das Institut für Hirnforschung, das wir gerade im Beitrag schon erleben konnten. Herr Madeja, was bringt eigentlich die Früherkennung, wenn man am Ende den Verlust der Gehirnzellen überhaupt nicht stoppen kann? Ich denke, es ist zunächst einmal der erste Schritt. Das heißt, wenn wir frühzeitig auch intervenieren wollen und diese Hirnzellen noch schützen wollen, bevor sie untergehen, müssen wir zuerst einmal wissen, welche Patienten wir behandeln müssen. Mhm. Das heißt, momentan ist es nur der erste Schritt auf dem Weg. Der erste Schritt heißt Früherkennung, der zweite Schritt heißt Schutz der Nervenzellen, die noch vorhanden sind. Wie gut kann man tatsächlich helfen, wenn jemand Parkinson hat? Eigentlich sehr gut. Wir haben auch in den letzten Jahrzehnten eine Menge Fortschritte gemacht. Ich habe mir vor kurzem mal ein Lehrbuch von 1982 herangezogen und mir das angeguckt. Und dort wurde geschrieben, signifikante Verkürzung der Lebenszeit. Das ist heute nicht mehr so. Die Lebenszeit ist eigentlich völlig normal. Wir haben große Fortschritte gemacht. Wir haben die Therapie angepasst und wir ermöglichen heute zunehmend vielen Parkinson-Erkrankten ein durchaus normales Leben. Bei Parkinson verliert man ja Gehirnzellen. Nun machen wir alle in unserem Leben die Erfahrung, je älter wir werden, wir können trotzdem noch dazulernen. Können wir tatsächlich vielleicht auch neue Hirnzellen noch bilden? Wir können Hirnzellen bilden. Bis vor wenigen Jahren haben wir noch geglaubt, dass das Gehirn keine Hirnzellen mehr neu bilden kann. Dieses Dogma ist gefallen. Wir wissen allerdings nicht, in welchem Ausmaß diese Neubildung wirklich relevant und nützlich für den Menschen ist. Der Lernprozess selber braucht aber nicht neue Nervenzellen, sondern braucht neue Vernetzungen zwischen den Nervenzellen, neue Kontaktstellen. Und dieser Prozess läuft sowieso lebenslang ab. Parkinson ist sicherlich etwas, was für die Patienten sehr dramatisch auch verläuft. Für einen Hirnforscher wie Sie kann das ja aber auch durchaus etwas Interessantes haben, denn man erlebt, dass relativ wenige Zellen absterben und trotzdem die Auswirkungen sehr stark sind. Was lernt man daraus über die Funktionsweise des Gehirns? Eigentlich sehr viel. Wir haben viele Erkenntnisse, die wir vor allem über das menschliche Gehirn gewonnen haben, durch Unfälle, durch Verletzungen und durch Krankheiten gewonnen. Diese Funktion dieses eigentlichen Teils ist ja nur ein relativ kleiner Bereich von Nervenzellen, der dort zugrunde geht, hat uns sehr viel beigebracht, welche Funktion dieses Hirnteilchen eigentlich für den normalen Menschen und für das normale menschliche Gehirn hat. Das heißt, man kann daraus rückschließen, dass es einzelne Regionen in unserem Kopf gibt, in unserem Gehirn, die jeweils zuständig sind, auch für einzelne Fähigkeiten. Ja, man könnte es eigentlich als eine Art Experiment in Natur bezeichnen, dass es nämlich einen bestimmten Teil ausschaltet und man kann daraus sehen, was passiert, wenn dieser Teil des Gehirns ausfällt. Mhm. Das haben wir in anderen Fällen bei Verletzungen des Gehirns, wo bestimmte Hirnteile halt durch Unfälle zerstört worden sind, hat man sehr viel darüber gelernt, was diese Hirnfunktionen und diese Hirnteile für Funktionen haben. Würden Sie sagen oder sogar so weit gehen, dass man heute das Gehirn schon verstehen kann? Ich glaube, man kann sehr viel vom Gehirn verstehen. Ich habe vor kurzem auch ein Buch geschrieben, in dem ich versucht habe, das Gehirn zu erklären, das kleine Buch vom Gehirn. Und in dem habe ich, nachdem ich es geschrieben habe, auch festgestellt, wir verstehen schon sehr viel vom Gehirn. Ich glaube, einen großen Prozess oder Mechanismus verstehen wir allerdings noch nicht. Und das ist, wie die Nervenzellfunktionen letztendlich unsere höchsten geistigen Funktionen zustande bringen. Also Bewusstsein. Bewusstsein. Aber das ist doch das, was uns ausmacht. Wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir das Gehirn doch auch nicht. Da haben Sie in gewisser Weise recht. Es ist natürlich so, es deckt sich leider nicht das, was wir wissen wollen und das, was wir momentan über das Gehirn wissen. Also wir wollen natürlich primär an diesen Funktionen denken, Bewusstsein und so weiter interessiert. Aber darüber ist unser Wissen noch relativ beschränkt. Sie haben das Gehirn sehr lange schon erforscht. Über welche Fähigkeit, über welche Eigenschaft des Gehirns staunen Sie immer noch am meisten? Ich glaube, die Veränderungsfähigkeit. Das Gehirn ist eigentlich ein sich selbst anpassendes und ständig optimalisierendes System. Deswegen, wir lernen eigentlich ständig dazu, das Gehirn ist wahnsinnig anpassungsfähig und kann sich halt an neue Situationen anpassen. Um Ihnen da ein Beispiel zu geben, vergleichen Sie es mit einem Computer. Einen Schachcomputer, gegen den hat heute der Weltmeister keine Chance. Aber ändern Sie eine einzelne Regel. Sagen Sie nur, die Dame darf nicht mehr diagonal ziehen. Dann schlägt schon ein relativ normaler Schachspieler jeden Computer. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Herr Madeja.